Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Prism Podcast 2 mit einem weiteren Fragespecial und den Moderatoren Sailor Cat und... Das Mad-Eye! Das Mario Mad-Eye. Mit dem Underground-Theme. Ja, also wie schon gesagt, heute machen wir keine PGSM-Folge. Also die zweite PGSM-Folge kommt einfach nächstes Mal. Denn wir haben ja die letzten Podcast-Folgen keine Fragen beantwortet. Und deshalb haben wir jetzt sehr viele Fragen von euch immer noch, die wir nicht beantwortet haben. Und das tun wir heute. Ist ja auch irgendwie Wahnsinn, dass wir jetzt Fragen beantworten, wo wir Army noch gar nicht im Team haben. Ja, stimmt. Beim Sailor Moon Crystal Podcast, aber glaube ich, haben wir das auch gemacht. Da haben wir auch sehr viel Fragen gemacht in der Army-Folge. Aber da hatten wir die Army-Folge schon mit drin. Ja. Okay, dann ist der Witz quasi hiermit wiederholt. Ups. Ja, macht ja nichts. Ja. Was brauchen wir groß erzählen? Fangen wir doch einfach mal an. Ich habe eine Frage von Susanne oder Susan. Suzanne. Wahrscheinlich eher Susanne. Ich bin für Suzanne. Hallo liebe Cat und liebes Mad-Eye. Könnt ihr in einem der nächsten Podcasts das Thema Detransforming aufgreifen? Ja. Ja. Ich frage mich schon seit langem, ob man mal eine Rückverwandlung von Moon oder von einer anderen Sentry gesehen hat. Von Moon nein, von einer anderen ja. Ja. Und wie das funktionieren soll. Meiner Erinnerung nach hat jede Folge geendet, wenn die Sentry ihre Sailor-Form hatten. Oder es gab nach dem Kampf des Tages einen Schnitt und die Sailor-Kriegerin waren dann wieder in ihrer Zivilform, zum Beispiel in der Schule. Wie funktioniert eurer Meinung nach eine Rückverwandlung? Einfach durch Gedankenkraft und Puff? Oder müssen Füller bzw. Brosche irgendwie betätigt werden? Oder gar ein Spruch aufgesagt werden? Okay, das geht danach noch weiter, aber ich beantworte erstmal die Frage. Ja. Ja, es geht einfach so. Also wir sehen das in einer Folge in der dritten Staffel, wenn Haruka detransformt. Genau, und in Crystal, da detransformt einmal Minako. Also ja, du hast recht, es ist selten, aber wir sehen es mal. Also bei Minako, ja, stimmt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das aussah. Ich dachte doch, die leuchtet einfach und fertig, ne? Ja, da strömt halt so Licht entlang. Also es ist kein Spruch und kein Item nötig. Ich denke mal, das geht einfach nur durch Gedankenkraft. Ja, und bei Uranus war es halt wirklich so, sie geht einfach, sie sagt nichts, sie macht nichts, sie läuft einfach durch die Gegend, ist kurz nackt und dann hat sie ihre Zivilform. Ja, genau. Das kurz nackt hat sich eingebrannt. Ja, bei mir auch. So, und dann, es gab einige Szenen, in denen Moons Brosche beschädigt oder herausgerissen wurde. Dann hat man eine Art Rückverwandlung mit den Verwandlungsbändern gesehen. Ja, nicht so richtig, aber ja, kann man auch gelten lassen. Gab es sowas auch mal mit den Senshi? Eine Diskussion, wie es mit den Klamotten ausschaut, die vor der Verwandlung getragen wurden, wäre auch interessant. Bei einer Rückverwandlung hat man dann automatisch die Klamotten an, die man vor der Verwandlung getragen hat. Soweit ich weiß, ja. Ja, ich denke schon. Und bei einer unfreiwilligen Rückverwandlung ist man nackt. Nein, auch bei einer freiwilligen, wie wir eben gesagt haben. Ja, aber nur ganz kurz. Aber nee, du hast schon recht. Also bei diesen, wenn die Brosche irgendwie rausgerissen wird oder die Kräfte verlieren, dann haben sie ja nur noch diese Bänder und dann sind sie ja wirklich nackt. Ich suche mal ganz kurz, das einfach so als Service, und wir haben ja heute ein bisschen Zeit, suche ich mal ganz kurz raus, welche Folge das eigentlich ist. Ach ja, die Frage, ob es sowas auch mit den anderen Senshi gab. Gab es das mit den Verwandlungsbändern auch bei den anderen Senshi? Ich glaube nicht, oder? Oder? Ich habe irgendwie ein Bild im Kopf, wo das bei Army mal so ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich mal so war oder ob ich mir das nur irgendwie zusammengesponnen habe, ob das in einer Fanfiction war. Also was mir spontan einfällt, wäre der Super-S-Movie. Da sehen wir mal, dass alle irgendwie detransformen, aber dann sind sie nackt, aber halt in diesen Verwandlungsfarben. Oh ja, das also ist. Da haben sie keine Bänder. Das ist eine weirde Szene. Ja, also ich glaube, das mit den Bändern haben die anderen Senshi nicht, soweit ich mich erinnere, aber die Transform-Szenen mit den anderen Senshi, glaube ich, gibt's schon.
Nee, die Folge ist es nicht. Ich hab's gleich. Ich bin immer noch am Suchen hier. War es nicht in irgendeiner Szene, wo sie sich streiten wegen Hotaru und dann Haruka so abdampft? Ja. Also Hotaru ist definitiv schon da. Das weiß ich ganz bestimmt. Ja. Es ist Folge 115. Da sieht man Haruka, also Saturn, Uranus beim D-Transform. So. Okay. Und man hört übrigens auch das erste Mal das Saturn-Thema. Fun Fact am Rande. Gut. Damit, ja. Achso, es geht noch weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch mal dieser Thematik widmen würdet. Liebe Grüße. Grüße zurück. Grüße zurück. Weitere Fragen von ihr. Also auch wieder von Suzanne. Ja. Ob ich schaffe, den Namen noch bescheuerter auszusprechen? Wir werden sehen, wenn sie noch eine Frage stellt. Weitere Frage von ihr. Wenn durch einen Kampf die Kleidung der Senshi kaputt gehen sollte, können die sich dann einfach schnell detransformen und dann wieder verwandeln und die Kleidung wäre wieder heile? Ja, geht denn die Kleidung von denen jemals kaputt? Also so richtig, ja. Nicht nur Kratzer dran, sondern so richtig kaputt? Also, ich erinnere mich schon an diverse Szenen, zum Beispiel im Staffel 3-Finale, da waren die zumindest sehr zerfetzt. Also, ja, okay. Also ich glaube tatsächlich schon, dass man sich einfach detransformt und dann wieder verwandeln könnte und dann wäre sie wieder da. Who knows? Ja, oder das ist an die Kräfte der Senshi gekoppelt. Irgendwie, wenn die erschöpft sind, dann geht das nicht. Ach, was weiß ich. Oder einfach nochmal Verwandlungsspruch sagen und dann wird einfach nur die Kleidung repariert. Weil wir sehen es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. So wie bei He-Man, wenn der erschöpft ist, einfach nochmal Verwandlungsspruch und dann ist er wieder aufgeladen. Okay. Ja, Frage beantwortet. Das ging schnell. Ich hoffe, die Folge wird heute nicht zu kurz, aber wir haben noch eine Menge Fragen. Da ist doch noch eine Teilfrage. Was? Da ist doch noch eine Teilfrage. Ach so. Stimmt, ja, habe ich übersehen. Können die Senshi in verwandelte... Also, noch eine Frage von Suzanne! Können sich die Senshi in verwandelter Form nicht einfach ihre Zivilkleidung anziehen? Dann wären sie im Falle der Fälle immer kampfbereit, ohne sich nochmal verwandeln zu müssen. Ja, könnten vermutlich schon, aber warum? Ich weiß nicht, ob das geht. Also ich meine, die Kleidung ist ja irgendwie magisch. Die besteht ja auch aus diesen Bändern. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht wirklich, was dagegen sprechen sollte, aber ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass man das ausziehen kann und dann irgendwas anderes einfach anziehen kann und dann immer noch verwandelt ist. Ich habe ein Gegenbeispiel. Ja? Sailor Venus im Sailor Moon Kostüm. Sailor Venus im Sailor Moon Kostüm? Ja, Folge 101, wenn ich mich nicht irre. Da verkleidet sich Sailor Venus als Sailor Moon. Folglich hat sie Klamotten da irgendwie drüber. Ja, aber sie benutzt ja den Verwandlungsfüller. Das ist ja was anderes. Ich meine, Usagi verwandelt sich ja auch irgendwie zuerst in eine Ärztin und dann in Sailor Moon. Oder so. Ja, meinst du, andersrum geht das nicht? Ich glaube nicht. Also, vielleicht geht dann die Verwandlung schneller, aber ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass sie dann direkt verwandelt ist, sondern sie hat halt einfach den Verwandlungsfüller benutzt. Also es ist ja nicht so, als hätte sie sich das Sailor-Venus-Kostüm einfach ausgezogen und dann was Neues angezogen. Sie hat sich ja einfach mit dem Verwandlungsfüller verwandelt. Also das ist nicht das, was hier gemeint ist. Man könnte es vielleicht auch erklären, sie können einfach nicht permanent verwandelt sein, weil das Energie kostet. Das wird zwar nie gesagt, aber in meinem Kopf ist das so. Das könnte sein. Wie bei Miraculous. Da ist es so, dass die Energie einfach nach einer Zeit ausgeht und dann detransformen sie automatisch. Da ist es ja, ich habe das zwar nie gesehen, aber da ist es ja, glaube ich, sehr begrenzt. Ja, das stimmt. Oder wie bei Dragon Ball. Super Saiyajin sein kostet halt einfach Kraft und die nächste Stufe kostet noch mehr Kraft. Ja, das ist ja bei Super Sailor Moon auch. Oder Eternal Moon. Am Anfang zumindest kostet das ja mehr Kraft. Das kostet einfach permanent Mana oder was auch immer die für eine Kraft verbrauchen. Sehr gut. Okay, jetzt aber die Frage beantwortet. So, die nächste Frage kommt von Rene. Hi. Hallo ihr beiden. Hast du jetzt schon vorweggenommen. Mir sind noch ein paar Fragen eingefallen und mich würden eure Antworten, Meinungen dazu interessieren. Erstens, der Black Moon Clan. Uff. Der Black Moon Clan wird ja auch als Familie des Schwarzen Mondes
genannt. Bezeichnet wäre das passendere Wort, aber gut. Nee, da steht, wird ja auch Familie des Schwarzen Mondes genannt. Oh ja, stimmt. Ich habe mich verlesen. Sorry, my bad. Sind die eigentlich wirklich alle verwandt oder sind das nur Demant und Saphir? Und warum wird eigentlich nur Demant Prinz genannt und Saphir nicht? Da sie Brüder sind, müsste er doch auch diesen Titel haben, oder nicht? Jein. Das kommt sehr darauf an, was der Titel Prinz bedeutet. Der ist nämlich nicht notwendigerweise identisch mit der deutschen Bedeutung. Ja. Also also Prinz kann, es ist im Deutschen zwar nicht üblich, aber das kann im Englischen zum Beispiel auch einen Herrschaftstitel beinhalten. Deswegen ist ein Prinz, also im Deutschen ist ein Prinz ja immer ein Erbe auf irgendwas. Und im Englischen kann ein Prinz aber ein Herrschaftstitel für sich selbst genommen sein. Und daran könnte sich das Japanische orientiert haben. Okay, also, ja, ich bin nicht sicher, wie das... Das ist übrigens eine voll gute Frage. Also, das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Ich glaube, Prinz Demant ist ja eigentlich nicht wirklich ein Prinz. Der hat sich den Titel ja selber gegeben. Das also, ich glaube, es liegt einfach daran. Aber das habe ich mich aber auch gefragt, ob der Black Moon jetzt eigentlich verwandt ist, weil eigentlich wirkt es überhaupt nicht so. Ich meine, gut, bei Saphir und Demant wissen wir es, aber bei den anderen, der wird doch nie irgendwie Schwester oder Bruder oder sonst was, Cousin gesagt. Also ich dachte eigentlich nicht, dass die verwandt sind. Ich bin immer davon ausgegangen, die sind halt schon alle irgendwie verwandt, weil ich meine, die vier Schwestern sind ja auch alle Schwestern. Gut, die schon. Ja, und Demant und Saphir sind halt Brüder. Und wie die Verwandtschaftsverhältnisse der übrigen, bleiben ja nicht mehr so viele, sind, das wissen wir nicht. Aber ich könnte mir schon denken, dass die irgendwie entfernt verwandt sind. Also ich hätte mir halt gedacht, die nennen sich einfach nur so. Und vor allem heißen die im Original ja auch der Black Moon Clan. Und Clan muss ja nicht unbedingt Familie heißen, oder? In der ursprünglichen Bedeutung schon. Also ich denke jetzt gerade an Warrior Cats, da sind ja auch nicht alle im Clan verwandt. Das ist halt einfach nur so eine Gruppierung und vielleicht ist das ja hier auch gemeint. In der ursprünglichen Bedeutung ist Clan, also korrigiert mich, aber soweit ich weiß, sowas ähnliches wie Sippe, also eine wirklich weit gefasste Familienbeziehung. Ja. Aber halt wirklich sehr weit gefasst, also auch irgendwie Verwandtschaft fünften Grades und so ein Spaß, ne? Ja gut, aber hier könnte das ja vielleicht anders sein, ich weiß es nicht. Das waren ja auch die ganzen Rebellen und kann ja nicht sein, dass da nur eine Familie rebelliert hat, oder? Das werden ja dann wahrscheinlich verschiedene Leute gewesen sein. Naja, verschiedene Leute, die nach Nemesis verbannt wurden und dann geringe Auswahl bei der Fortpflanzung hatten. Ja, aber im Manga ist es ja so, dass die da alle von Anfang an hin verbannt wurden und nicht die Nachkommen sind. Ja, stimmt. Also es ist... Also es kann sein, dass die irgendwie verwandt sind. Ich persönlich dachte es eigentlich nicht, aber es ist möglich. Okay, zweite Frage von Rene. Wieso können die Outer Senshi eigentlich von ganz allein erwachen und die Inners brauchten die Katzen dafür? Und warum benötigen die Outers keine Verwandlungsstäbe, wo sie bei den Inners doch zumindest in der ersten Staffel so wichtig wirken? Brauchen sie nicht? Crystal nicht, nein. Da haben sie einfach nur diese Hand, wo dann der Nagellack draufgetragen wird. Ach so, ja. Ja, stimmt, in den 90ern hatten sie welche, aber in Crystal ja nicht. Ja, stimmt, alle Inners brauchten irgendwann mal eine Katze dafür, ne? Ja, ich hätte halt jetzt einfach gesagt, weil die Outers irgendwie special sind und halt generell anders funktionieren und weil sie ja auch reifer sind und vielleicht... Brauchen sie diese Anleitung der Katzen nicht unbedingt? Ja. Ja. Man kann es halt einfach erklären mit, die Outers sind special. Und man wollte sie mysteriös machen. Ich hätte noch eine Erklärung, an die ich aber selbst nicht glaube. Und genau deswegen lasse ich die jetzt auch mal weg. Ja, warum sagst du es denn dann? Stimmt, das ist nicht ganz so clever. Na, ich habe mir gerade noch überlegt, wir hatten ja mal die These, dass die Inners eigentlich überhaupt nicht erwachen sollen und die Katzen die dann eigentlich nur dann wecken, wenn wirklich eine Katastrophe auftaucht. Wie zum Beispiel, hey, Metallia ist wieder da. Naja, vielleicht. Irgendwie schon, ja. Und dass die entweder gar nicht erwachen sollen ohne Hilfe oder dass die einfach auch irgendwann von selbst erwacht werden und die Katzen haben es nur beschleunigt. Wie gesagt, ja, stimmt. Ja, doch, dass...
Das hab ich aber auch so im Kopf, dass die einfach irgendwann von selber erwacht wären. Also das ist zumindest auch meine Theorie. Also die sind zwar jetzt durch die Katzen erwacht, die Innocenti, aber ich glaube, wenn die jetzt irgendwie mal angegriffen wären oder wenn da jetzt wirklich voll die Katastrophe am Laufen gewesen wäre, dann glaube ich, wären die einfach von selber erwacht. Aber gerade die Inners brauchten halt anfangs so ein bisschen Anleitung von den Katzen und die Outers, ja, weil sie so perfekt sind, irgendwie nicht. Okay, dann die dritte Frage von Rene. Sind Sailor Saturn und Hotaru eigentlich unterschiedliche Personen? Haben wir das nicht im Podcast gesagt? Ja, so ein bisschen zumindest. Ist ja schon länger her, also die Frage kam ja schon vorher. Ja, das kann sein. Weil Saturn sagte, dass Hotarus Körper und Saturns Seele, die niemals hätten erwachen dürfen, in einem Schockzustand verfallen sind und Saturn wirkt irgendwie auch anders nach ihrem Erwachen. Ja, minimal, minimal. Wo war ich? Minimal, ja. Nichts, wie war das? Nichts ist so süß wie der Klang der Verzweiflung im Angesicht des Todes. Ja. Minimal veränderter Charakter. Oder ist das wie zum Beispiel bei Pluto, dass einfach ihre Erinnerung als Saturn wiederkommt und darum anders wirkt? Und apropos Pluto, in Klammern einhalb. Achso, dann kommt die nächste Frage danach. Okay. Haben wir, wie gesagt, glaube ich, gesagt, aber zumindest in Crystal scheinen Saturn und Hotaru wirklich völlig verschiedene Persönlichkeiten zu sein. Die wären, wenn Saturn erwacht wäre, bevor Hotarus Seele den Abflug gemacht hat, wären die vielleicht im Serenity-Style miteinander verschmolzen. Das können wir nur spekulieren. So sind es wirklich völlig getrennte Persönlichkeiten. Ja, also meine Theorie war ja, dass die Senshi als Sailor-Kriegerinnen sowieso minimal anders sind als ja als halt ihre zivilen Persönlichkeiten. Ja, die sind halt da immer auch ein bisschen kämpferischer und so. Aber da das halt wirklich nur minimal ist, fällt das nicht so auf. Bei Saturn ist es aber doch ein sehr krasser Charakterunterschied und deshalb fällt das da als einzige so richtig auf. Ansonsten empfehle ich dazu nochmal die Folge 33, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls die Folge, wo die Mondprinzessin erwacht. Da macht Usagi genau diese interessante Entwicklung nämlich durch, dass sie erst komplett zu Serenity rüberschwenkt, dann irgendwie bewusstlos wird, dann ist sie wieder normale Usagi und dann gibt's irgendwie so die Ver Also da wird nicht groß drüber gesprochen, aber man hat diesen Eindruck, dann verschmelzen beide Persönlichkeiten. Ja, stimmt. Das ist. Eigentlich passt das voll gut. Das wäre mir gar nicht eingefallen. So. Ich glaube, da schreibt gerade jemand noch eine Frage. Ja, ich sehe es. Ich frage mich auch die ganze Zeit, werden da gerade ganz viele Fragen gestellt oder tippt da jemand gerade sehr lange an einer Frage? Weil ich bin halt nach oben gescrollt und sehe nicht, was da kommt. Naja. Vierte Frage von Rene. Es tut mir leid, dass ich eine Pluto-Frage habe, aber wie genau kann Pluto eigentlich in der Gegenwart wiedergeboren werden? Beziehungsweise wieso hat sie die Erinnerungen, die eigentlich aus dem 30. Jahrhundert stammen? Ich glaube, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, warum Pluto in der Gegenwart auftauchen kann. Ich habe, was auch, we nee, auch wenn meine beiden Ideen mir nicht ganz schlüssig erscheinen. Entweder ist sie die Gegenwart Pluto, die in dieser Zeit aufgewachsen ist, dann weiß ich aber nicht, warum die Erinnerung der Zukunft hat. Oder Neo Queen Serenity hat die Zukunft Pluto in die Vergangenheit geschickt und dort wieder geboren werden lassen. Wobei sich dann die Frage stellt, ist Pluto einfach als Erwachsene so in der Gegenwart aufgetaucht oder wurde sie ganz normal geboren? Ich habe den Eindruck, sie wurde ganz normal geboren und irgendwann wurde ihre Persönlichkeit von Pluto überschrieben, so ähnlich wie bei Saturn. Ja, so also diese Frage haben wir eigentlich auch schon beantwortet in einer der vorherigen Podcast-Folgen. Ich weiß, das weißt du nicht, denn diese Frage ist vor einem Monat gestellt worden. Naja, also ich sag's nochmal, ich hatte halt auch den Eindruck, also es ist eigentlich ziemlich safe so, dass es halt die Zukunfts-Pluto in einem Punkt in der Vergangenheit wiedergeboren wurde, also entweder als Baby und ist dann nochmal aufgewachsen und hat dann ihre Erinnerungen zurückbekommen, oder sie ist halt direkt als Setsuna wieder erwacht, also als erwachsene Frau und hatte dann aber einfach so Fake-Erinnerungen, bis halt dann Pluto kam und sie wieder erweckt hat. Also metaphorisch, ihr wisst schon, hoffe ich. Stuff. Zeug. Zeug, ja, genau. Jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. Die Frage ging ja noch weiter. Und müsste es. Und müsste es in der Gegenwart dann nicht zwei Plutos geben? Nein, haben wir gerade gesagt. Weil es
doch dort auch schon eine geben müsste? Oder steht die am Tor und Pluto kann dann einfach, bis die andere Pluto im 30. Jahrtausend stirbt, einfach frei rumlaufen und dann erst muss sie zum Raumzeittor zurückkehren? Ja, nee. Weil Pluto wurde ja nicht im 30. Jahrhundert erst dahin geschickt. Die ist ja vorher schon dahin geschickt worden. Ja, so stimmt. Also eigentlich müsste es dann ja in der Gegenwart wirklich zwei Plutos geben, nämlich halt Setsuna, die ja aus der Zukunft stammt und dahin wiedergeboren wurde. Aber, und dann halt noch die Pluto, die damals schon am Raumzeittor stand. Wobei sie da ja unserer Vermutung nach eh außerhalb der Zeit existiert, also ja, nicht in der Gegenwart. Ja, schon, aber jetzt nur so theoretisch. Zeitreise. Aber es muss dir nicht leid tun, dass du eine Pluto-Frage stellst. Nee, das tut nur immer so schön weh im Kopf, aber das ist schon okay. Spontan fällt mir auch noch ein, dass sie als Kriegerin der Zeit vielleicht auch einfach außerhalb von Raum und Zeit existiert. Ja! Naja, im Endeffekt ist es sehr kompliziert, vermutlich nicht gut durchdacht. Exakt! Ja. Das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt dieses Problems. Man bekommt davon Kopfschmerz. Bist du ein Zeitreisender und weißt schon, was ich sagen wollte? Wahrscheinlich. Man sollte vermutlich nicht so viel darüber nachdenken, exakt. Ja. Ja, du hast deine Frage hervorragend selbst beantwortet. Hätten wir sie zuerst zu Ende gelesen, hätten wir uns einiges sparen können. Tja. Von Manga-Kretzler. Was? Nee, da kommt doch zuerst noch was. Ach nee, stimmt, da ist erst noch... Ja, ich hab wieder zu weit. Von Lokara02. Hallo Sailor Cat und Mad-Eye. Hi. Hi. Ich habe eine Ungereimtheit. Was? Eine Ungereimtheit? In Sailor Moon. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe eine Ungereimtheit und eine Frage. Wieso checkt keiner, dass der Gott des Untergangs eigentlich Serenity ist? Ich meine, obwohl das nur eine Silhouette ist... Das ist doch sowas von eindeutig schon. Allein die Frisur und das Kleid ist doch echt dämlich. Ich verstehe das mit dem Silberkristall als Inbegriff der Seele nicht so ganz. Wir auch nicht. Ach doch. Nee, so ganz nicht. Es gibt da ein paar unlogische Sachen. Ja, es gibt unlogische Sachen, das stimmt. Aber sehen wir mal, was da kommt. Ich meine, in Staffel 2 hat Demand, Diamond, whatever, ja auch schon die Brosche genommen und da war sie doch okay. Genau das meine ich nämlich. Und ja, aber das haben wir ja schon oft gesagt eigentlich. Und in 1 ist er, meine ich, sogar angeknackst und erloschen. Nein, nicht angeknackst. Und Sailor Moons Kristall leuchtet wegen dem kleinsten Scheiß, aber Jimmy... Hallo? Moment. Was war nochmal nötig, damit das Ding voll aktiviert wird? Mindestens ein Doppelselbstmord, ne? Was? Bevor der Silberkristall voll aktiv wurde, waren doch beide quasi tot. Warte, ich bin gerade raus. Von was reden wir jetzt gerade? Vom Silberkristall in Staffel 1, bevor der sich voll aktiviert, ist Usagi tot. Ja, aber ich weiß aber nicht, ob das gemeint ist, weil ich glaube, wir haben ja selber mal gesagt, dass die Brosche in Staffel 3 irgendwie ständig wegen jedem Müll leuchtet. Ach, das ist gemeint, ja, okay. Also glaube ich, keine Ahnung. Das ist schon... Sailor Moons Silberkristall leuchtet wegen dem kleinsten Scheiß, aber Chibiusas Kristall macht nichts, obwohl er abgerissen wird. Also kommt das ganz auf die Situation an oder wo muss ich das verstehen? Danke schon mal im Voraus auf die Antwort. Das ist eigentlich eine verdammt gute Frage. Stimmt. Also warum hat sich bei Chibiusa nicht der Notfall-Kristallschild aktiviert? Ja, also die richtige Antwort ist natürlich Plot Convenience, damit Mistress Nine den Silberkristall bekommt. Aber ja, das ist tatsächlich irgendwie unlogisch, oder? Oder gibt es da eine Erklärung? Na, man könnte sagen, es ist natürlich kein direkter Angriff, sondern sie hat den eh nur weggenommen. Aber das war... Also bei Moon war das nicht so ohne weiteres machbar. Ja, das ist schon wirklich komisch. Oder der Silberkristall-Schutzschild existiert einfach bei Chibiusa nicht, weil Baum. Vielleicht liegt es daran, dass Chibiusas Kräfte ja noch nicht so ganz erwacht sind. Ich meine, es ist zwar der Silberkristall ihrer Mutter, aber vielleicht ist er noch nicht so ganz auf sie eingestimmt, kräftemäßig. Ja, das ist eine blöde Erklärung, aber eine andere fällt mir jetzt auch nicht ein. In Staffel 2 würde ich die ja sogar akzeptieren, aber in Staffel 3 nicht mehr. In Staffel 2 würde ich ja noch sagen, ja, alles klar, der Silberkristall beschützt Neo Queen Serenity und nicht Chibiusa. Okay, da wird's funktionieren. Ja, aber sie hat ja immer noch nicht ihre vollen Kräfte. Sie ist ja immer noch die kleine Azubi-Senshi.
Ja, aber am Ende von Staffel 2 habe ich das so verstanden, dass sie jetzt die wahre Besitzerin des Silberkristalls ist. Ja, das schon. Aber sie ist ja immer noch. Sie ist ja immer noch in Ausbildung und noch keine richtige Senshi. Das ist ja nicht wie bei Sailor Moon in Staffel 1. Da, wo sie erwacht, ist sie ja eine vollwertige Sailor-Kriegerin. Aber Chibiusa anscheinend momentan noch nicht so ganz. Ja, gut, im Manga lässt sich das vielleicht streiten, aber ich dachte eigentlich schon. Auch witzig, ne? Chibiusa braucht 900 Jahre Ausbildung, bei Sailor Moon reicht ein Crashkurs. Tja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, da wurden die Prüfungsanforderungen unterschiedlich gestellt. Ja, aber das habe ich ja schon mal gesagt, dass Chibimons Kräfte vielleicht deswegen jetzt noch nicht so ausgereift sind, weil eben Sailor Moon, also Neo Queen ja auch noch irgendwie aktiv ist. Dass es halt nur eine vollwertige Senshi geben kann. Und deshalb teilen sie die sich gerade noch so ein bisschen die Kräfte. Naja, ich weiß, es macht alles nicht so hundertprozentig Sinn. Nee, also für mich ist das jetzt klar. Das ist einfach unfair, weißt du? Sailor Moon musste ihr Silberkristallabitur in NRW machen und Chibi Moon muss durch dieses knüppelharte Bayern-Abitur. Sehr gut. Das ist jetzt mein Headcanon. So funktioniert das. Also so funktioniert das halt überhaupt nicht, aber so machen die das offenbar. Ja, aber gut, jetzt nochmal zu der oberen Frage. Also, wieso checkt keiner, dass der Gott des Untergangs eigentlich Serenity ist? Ja, das ist in Crystal tatsächlich unlogisch, zumindest ein bisschen, Das war ein aber Manga-Unterschied, ne? genau, das habe ich auch schon mal erwähnt. Das liegt daran, dass im Manga das nicht die Silhouette von Neo Queen ist, sondern das sieht so aus wie im 90er-Anime, dieser Messias der Stille, der irgendwie auch nicht so richtig wie Mistress Nine aussieht, aber egal. Ja, deshalb ist es da klar, dass sie das nicht wissen. Hier hat man das dann geändert und damit macht es das dann unlogisch. Außerdem möchte ich mal anmerken, diese ganzen Zukunftsvisionen, die sind ja alle in Träumen, ne? Ja. Jetzt insbesondere die Erinnerung an Träume ist jetzt nicht bei jedem so ultra präzise, bei mir zum Beispiel so gar nicht. Ja, das stimmt, aber sie scheinen sich ja an ihre Vision doch ziemlich gut zu erinnern, oder? Ja, aber nicht unbedingt an alle Formen, die sie sehen, sondern eher an das, was passiert, ne? Ja, und oder halt das, was gesagt wird. Also bei mir ist es Naja. im Traum jedenfalls öfter so, dass ich zwar weiß, wer irgendwer ist, aber ich könnte ihn hinterher nicht beschreiben. Ja, das ist generell schwierig, also mit Träumen und Erinnern. Ja, und dann war da ja noch eine Frage, nämlich, ja, das haben wir auch schon öfters gesagt, es ist unlogisch, dass zum Beispiel jetzt Demand Sailor Moon einfach die Brosche wegnehmen konnte und es macht nichts, aber Chibiusa liegt da gleich im Sterben und so. Ja, das ist halt der Silberkristall-Redcon. Ja, allerdings gibt es zumindest eine Mini-Theorie, die das halbwegs erklären könnte. Nämlich wurde ja jetzt in Crystal Staffel 3 gesagt, dass erst jetzt Chibiusas Silberkristall so richtig mit ihrer Seele verbunden ist. Vielleicht war das in der Anfangsphase noch nicht so ganz. Ich weiß, es macht nicht wirklich Sinn, aber das ist zumindest der Versuch einer Erklärung. Der verzweifelte Versuch. Nein, ich bleibe beim Silberkristall-Redcon. Das war am Anfang einfach ein ultra-awesome Item und irgendwann wurde es zu Usagis Seele. Nein, aber das ist ja auch nicht so. Das war ja, der Silberkristall war ja von Anfang an in ihr drin und es wurde gesagt, der hängt an der Kraft deines Herzens. Das heißt, der war ja schon von Anfang an mit Usagi in Verbindung gesetzt und nur etwas, das sie benutzen kann und etwas, das ihr inhärent ist. Ja, aber nicht unbedingt ihre Seele. Ja, das nicht. Aber ja, Saturn sagte hier in Crystal Staffel 3 irgendwas, was es zumindest ein ganz kleines bisschen erklärt. Naja. Okay. Ja, und Gut, Fra. das mit angeknackst, meinst du das mit Galaxia vielleicht? Oder was meinst du denn damit jetzt? Und in Staffel 1 ist er, meine ich, sogar angeknackst und erloschen. Nee, Ach so, in Staffel 1. was er oder sie meint, ist, dass der Silberkristall sich in Staffel 1 so abspaltet und ein Teil landet ja in Endymion. Das ist aber Ach nicht angeknackst. so. Nee, das ist ja. Das war ja Das so macht ein. er ja quasi freiwillig. Genau, das hat der Silberkristall ja absichtlich gemacht, sozusagen, um Endymion zu beschützen und sein Leben zu retten. Ich wüsste jedenfalls nicht, was sonst gemeint sein könnte.
Ja, nee, das macht schon Sinn. Weil in Staffel Okay. 5 ist er ja nicht erloschen. Ja, was in Staffel 5, also vom 90er-Anime, das Knacksgeräusch, da sind wir immer noch nicht hinter, was das soll. Okay, nächste Frage. Ja. Von Manga-Kritzler. Die Frage ist, wie verhält es sich mit dem Sailor Quartett? Damit meine ich Sailor Ceres und so. Ich weiß ja, die sind die Schutzkriegerinnen von Chibi Moon. Aber ich würde generell mehr über sie wissen, Kräfte und so weiter und auch welche Bedeutung sie für den Manga haben. Das habe ich schon mit einem Lachsmiley gekontert, weil sie Ach haben keine. so. Das finde ich nämlich komisch, weil aus irgendeinem Grund haben hier, also das schreibe ich ja immer in Discord rein, aus irgendwelchen Gründen sind hier 4 Lachsmilies. Was ist denn an dieser Frage jetzt so witzig? Das ist Ja, doch ich eine finde es so normale witzig, weil Frage. die Antwort, welche Bedeutung hat das Amazonenquartett, ist, wenn wir es ein bisschen auf die Spitze treiben, gar keine. So ist das jetzt auch wieder nicht. Es ist ein bisschen überspitzt, aber ich sag mal, ihre Rolle in der Gesamthandlung ist doch sehr, sehr dünn. Ja, allerdings haben sie halt dann auch wirklich nur noch einen Arc. Also ich meine, sie erwachen ja erst am Ende vom Dream Arc und da kommt halt nur noch einer und da passiert eh schon so viel anderes. Naja, ja, du hast recht, das sind die späteren Schutzkriegerinnen von Chibi Moon. Allerdings ist es so, dass die im Dream Arc ja eigentlich noch gar nicht erwachen hätten sollen, sondern halt eigentlich erst später. Ja, ich weiß nicht, was kann man denn darüber noch erzählen? Die sind halt auf der Seite des Dead Moon Circus und ich glaube, Chibiusa und Hotaru schaffen es so ein bisschen, die zu überreden. Dann werden sie aber gefangen genommen oder so und dann am Ende erwachen sie dann als Sailor-Kriegerin, nachdem der Kampf schon vorbei ist. Und ja, die kommen halt im 5. Arc dann nochmal wieder und kämpfen einmal, also helfen den Senshi aus der Patsche. Das ist schon wichtig, aber es ist halt wirklich eigentlich nur ein Auftritt, wo sie was Krasses machen, leider. Aber Also, sie sind wichtig in dieser einen Szene. ansonsten würde ich alle Fragen zum Amazonenquartett zurückstellen bis in, sagen wir, 5 Wochen. Ja, also zumindest. Also mittlerweile wissen wir es ja, dass der Film am 3. Juni auf Netflix kommt. Also beide Eternal-Filme. Und dann werden wir dann natürlich auch so schnell wie möglich einen Podcast drüber machen. Also du kannst vielleicht auch nochmal auf Wiki-Seiten was über die Charaktere nachlesen. Naja, ansonsten zu dem Rest werden wir wahrscheinlich dann noch kommen. Nein, schau dir einfach den Film auf Netflix an. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, dann, wenn dieser Podcast hier online geht, dann kommt er sowieso nächste Woche auf Netflix, glaube ich. Ja, und ja, ansonsten wissen wir halt leider nicht sehr viel. Sie kommen zwar im 5. Akt nochmal vor, aber außer die Senshi einmal retten, machen sie da auch nicht wirklich was, leider. Gut, dann. Wer hat eigentlich die anderen Lachsmilies da drunter gesetzt? Keine Ja, Ahnung, das hat mich klar. auch sehr verwirrt. Die üblichen Verdächtigen, die einfach auf jede Reaktion draufklicken. So. Von Frank. Oder Hi. Frank? Frank. Nein, Frank. Ich sage Frank. Ei. Liebe Sailor Cat, liebes Mad-Eye, ich hätte da eine Theorie ohne H und eine Frage. Erstens Theorie. Also, ich habe die Theorie. Jetzt hast du aber mit Absicht gemacht. Du hast jetzt absichtlich Theorie dreimal hintereinander überflüssig oft falsch geschrieben, oder? nein. Da unten steht sorry für die Rechtschreibfehler bei deinem Name. Also dein Name ist richtig geschrieben, aber alles andere gefühlt nicht. Ich finde es halt nur witzig, dass hier in dieser Satz, da steht dreimal kurz hintereinander Theorie, wo ich schon denke, in dem Satz steht viel zu oft das Wort Theorie und jedes Mal auf die gleiche Weise falsch geschrieben. Da habe ich schon gedacht, das ist Absicht. Ja, also wir sagen jetzt aber nochmal, das ist wirklich nicht böse gemeint. Wir machen uns einfach gern drüber lustig. Bitte nimm das nicht so ernst. Genau, no offense. Genau. So, also erstens die Theorie. Ich habe die Theorie zu den neuen Namen, also Neo Queen Serenity und King Endymion. King Nein, Endymion ist mein Held des Tages. Frank, du bist der Geilste. Also ich denke, dass sie einfach in der Öffentlichkeit lieber so gesprochen, heißt das vermutlich, werden. Nervensäge ausgeschlossen, weil die sagt ja eh immer Mama und Papa.
Also die Frage, okay, das, ja, Theorie, okay, ich wüsste nicht. Naja, ich weiß nicht. Ja, aber stimmt. Hören wir die beiden eigentlich jemals zueinander sowas sagen? Nee, oder? Wenn ich mich nicht völlig irre, wechseln die beiden im ganzen Manga eh keinen einzigen Satz. Das, ja, stimmt, das kann sein. Naja, aber ich finde es halt trotzdem komisch, dass die sich dann in der Öffentlichkeit so ansprechen lassen, weil eigentlich, hatten wir ja auch schon mal gesagt, ist es ja Usagis Ding, dass sie ja nicht Serenity so richtig, sie will es ja nicht so richtig sein. Sie sagt ja immer, nein, ich bin Usagi und Sailor Moon, Serenity war ich mal, aber das ist ja jetzt nicht ihr primäres Ding. Sie will ja eigentlich nicht so sein. Ja, aber gut, von wem auch ansprechen lassen. Ich meine, zumindest Neo Queen kommt ja nie aus dem Kristallpalast raus. Tja, ja, also ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass die sich jetzt plötzlich so nennen und halt wieder ihre alten Persönlichkeiten sozusagen annehmen, obwohl ja genau das eigentlich das war, was Usagi nicht wollte. Was mich wieder zu der Frage führt, ich würde echt gern mal sehen, was in den 1000 Jahren eigentlich so alles passiert ist. Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch gern sehen. Aber ich glaube, es ist einfach unmöglich, das halbwegs plausibel darzustellen und zu erklären. Und? Nach Staffel 1 war nichts mehr plausibel. Da haben die doch schon, hat die doch schon lange drauf geschissen. Tja. Und selbst in Staffel 1, naja. Okay, und dann die Frage. Also die Frage zur zweiten Staffel. Warum zur Hölle geht Crystal Tokyo und der Crystal Palace kaputt? Der Crystal Palace geht nicht kaputt. Obwohl Nein. wir in der ersten Staffel gelernt haben, Silberkristall ist unzerstörbar. Genau. Ja. Deswegen geht der Crystal Palace auch nicht kaputt. Das ist ja genau der Punkt. Es wird zwar angedeutet, also Nemesis, also die Leute von Nemesis glauben das, wenn wir nur genug Splitter in den Planeten jagen, geht irgendwann auch der Crystal Palace kaputt, aber also sie hauen drei Splitter rein und die ganze Erde fängt an zu pulverisieren, aber der Crystal Palace steht da wie eine Eins. Ja, schon. Es ist so, wenn du die dritte Atombombe schmeißt, da steht immer noch eine Palme. Tja. Wer Ja. kennt es nicht? Ganz alltägliches Beispiel. Ich denke da immer an Independence Day. Da wird so eine ganze Großstadt komplett planiert. Da ist nichts mehr. Aber eine Palme steht da noch. Okay. So, Frage beantwortet. Dann Frage von J-Hope. Meine Frage. Am Ende der ersten Staffel. Oh Gott, sei es Gedanke, Trommel, du Hüpfelflieger. Okay, es geht offenbar um den Anime. Am Ende der ersten Staffel sterben alle, dann wurden sie wieder geboren. Oh, ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Das Ja. heißt, ich lese die Frage erstmal zu Ende und dann sage ich was dazu, ja? Ja. Das heißt, es dauert, bis wieder alle Kriegerinnen gefunden wurden und so weiter. Das heißt, sie sterben nochmal und noch. Was? Sie sterben nochmal und nochmal, aber dann können es keine zweite Staffel geben und weil sie nie wiederbelebt, belebt worden sind, kann mir das bitte mal irgendwer erklären? Erst wenn du mir deine Frage erklärst. Ich glaube, ich habe mit ihr schon oder mit ihm schon geschrieben und hat das nochmal geklärt. Also da lag wohl ein Missverständnis vor. Die Person dachte, die sind am Ende der ersten Staffel gestorben und dann wurden sie in der Zeit zurückgesetzt. Und dass sich das dann immer so wiederholt wie so in einem Zeitloop, aber das ist ja nicht so. Nee, also selbst wenn da Ende der Geschichte gewesen wäre, was es ja nicht war, obwohl das ein cooler Zeitpunkt gewesen wäre, aber letzten Endes gut, dass es nicht so war, selbst wenn da Ende gewesen wäre, würden die ihr Leben nochmal leben, nur ohne Dark Kingdom. Fertig. Genau, also es gibt ja zwei Theorien, was da genau passiert. Also entweder werden sie einfach wieder belebt. Ich weiß, es wurde wiedergeboren gesagt, finde ich auch unlogisch, aber ja, so könnte man sich's halt erklären. Oder es wurde sich halt so eine Art neue Zeitlinie aufgetan, wenn man das so nennen will. Und sie leben ihr Leben nochmal, aber halt in einer Welt, wo das Dark Kingdom nie wiederbelebt wurde. Also wo sie nie gegen das Dark Kingdom kämpfen und da auch nicht als Senshi erwacht sind. Bis halt Ein und L kommen. Sie haben aber trotzdem noch die Erinnerungen an ihre erste Zeitlinie. Jo, Genau. okay. Die Frage ist aber, hä? Ich muss echt sagen, es ist die weirdeste Frage, die ich heute bisher gelesen habe. No offense. Ja, Aber aber das hatten wir ja dann eh schon ein bisschen aber ohne die geklärt. Erklärung hätte ich sie nicht verstanden. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was du meinst. Ja, ich war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, aber das. Sie hat einfach falsch verstanden, wie das funktioniert.
Okay, nächste Frage von Social Master. Irgendwie habt ihr meine anderen Fragen bezüglich dem ZDF und so vergessen. Okay. Bezieht sich offenbar auf eine andere Frage. Ja, da hat mir wurde ja mal gefragt, was wäre passiert, wenn das ZDF weiter Sailor Moon ausgestrahlt hätte? Und die haben wir nicht ausreichend beantwortet. Na gut, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich hatte da ja noch gefragt, wie das ZDF queere Charaktere wie Haruka Michiru und die Starlight gehandhabt hätte und ob die Eltern der Kinder, die sich das anschauen, Aufstand gemacht hätten, wenn rausgekommen wäre, dass in Sailor Moon queere Charaktere gibt. So in der Art, sowas bezahlen wir von unseren Gebühren nicht. Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, das wäre ihnen ein Stück, also das wäre den allermeisten so ein Stück weit egal gewesen. Das wäre nicht der Stein des Anstoßes gewesen. Ja, also das ist echt eine gute Frage. Also, ich weiß nicht wirklich, wie das ZDF mit sowas umgeht. Ich meine, der einzige queere Charakter in Staffel 1 waren halt Zollseid und Kunzseid. Und Zollseid wurde ja, da wurde ja sein Geschlecht umgewandelt. Allerdings hat RTL 2 das gleiche ja später mit Fischei gemacht. Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es wäre jetzt nicht so viel anders geworden, ehrlich gesagt. Aber ich kann halt das ZDF nicht so einschätzen, wie die damit umgehen. Ich würde mal so sagen, also man hatte ja schon in Staffel 1 den Gedanken, wir wollen relativ originalgetreu bleiben. Das merkt man. Ja, das stimmt. Und wenn sie es denn weiter gemacht hätten, dann hätten sie es vermutlich genauso gemacht, wie es auch gewesen ist, vielleicht mit etwas mehr Stimmen. Aber auch wenn man das nicht vermutet, sind die öffentlich-rechtlichen Sender in der Regel doch progressiver als die privaten. Krass. Also vor allem heute. Damals bin ich mir da nicht ganz sicher, aber gerade heute würde sowas natürlich nicht auf dem Hauptsender laufen, sondern eher so auf einer Nische, so ZDF Neo oder so. Aber die sind schon relativ entspannt, was das angeht. Okay. Die Also wie gesagt, Privatsender sind ich weiß es halt. nicht so recht, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt so großartig anders geworden wäre in dem Punkt. Und dass da Eltern einen Aufstand gemacht hätten. Vielleicht ein paar Idioten, aber Ja, weißt du, ansonsten das glaube ich Ding jetzt ist, ich nicht. glaube, die Beziehung zwischen Haruka und Michiru, wenn du jetzt die Serie nicht wirklich guckst, sondern nur mal so am Rande reinschaust, dann fällt dir die, glaube ich, gar nicht auf. Ja, wahrscheinlich nicht. Und ich meine, Fischei hätten sie vermutlich auch einfach zur Frau gemacht. Also ich weiß Ja. es nicht, vielleicht auch nicht. Aber dass sie es bei Zollseid schon gemacht haben. Naja. Aber ich habe übrigens letztens gehört, es gab wohl irgendwie Beschwerdebriefe oder halt irgendwie Briefe von besorgten Eltern damals wegen dem Staffelfinale von Staffel 1. Ja, nicht ganz zu Unrecht, merke ich mal an. Da gab es auch in Japan, glaube ich, irgendwie riesige Anruferwellen von besorgten Eltern mit Kindern, die nicht mehr aufgehört haben zu heulen und Kindern, die irgendwie einen Schock wirklich bekommen haben. Holy. Ja, also ich glaube, also ich habe als Kind die das Staffelfinale von Staffel 1 so still und heimlich gesehen. Also ich durfte das gucken, aber ich glaube, hätte ich das mit meinen Eltern geguckt, wäre das das letzte Mal gewesen, dass ich Sailor Moon hätte gucken dürfen. Ja, das ist schon krass. Ja, aber gut, das Staffelfinale von Staffel 1 ist merkwürdigerweise laut den DVD-Boxen ab 6 Jahren freigegeben, was auch immer sie da geritten hat. Ja, keine Ahnung. Und es ist nicht Naja. so, als gäbe es da keine 12er-Freigaben. Nee, das verstehe ich ja bis heute nicht, dass irgendwie diese Folgen gerade FSK 6 sind und irgendwie andere DVDs ab 12 oder wo ich mir dann denke, hä, was ist denn da jetzt schon wieder Schlimmes? Gar nichts. Aber ich denke mal, es haben halt wahrscheinlich auch viele Jüngere geguckt, also auch teilweise Kindergartenkinder und für die ist das dann natürlich schon krass. Also mich hat es nicht großartig geschockt, möchte ich anmerken. Ich war tatsächlich Kindergartenkind. Ja. Ich fand's cool, ganz ehrlich. Punkt aus. Ja, da Die Folge reagiert ja fand ich jeder extrem anders geil. drauf. Das ist ja alles, der reagiert ja jeder anders drauf. Ja. So, wie geht's denn weiter? Vielleicht hätte ich diesen Riesenbatzen doch in mehrere Fragen aufteilen sollen. Trotzdem vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt, all diese Fragen zu beantworten. Die Mathe-Nachklausur habe ich übrigens bestanden. Fragt nicht, wie ich das geschafft habe. Okay, dann fragen wir auch nicht. Nächste Frage. Yay. Wir kriegen sowieso keine Antwort, wenn wir hier was fragen. Das stimmt. Jo, wir sind schon. Wow. Sollen wir wirklich alle Fragen, die wir haben, heute besprechen? Ach ja, schon, oder? Okay, weil wir haben gleich die 50 Minuten voll. Ja, und so viel haben wir jetzt auch wieder nicht mehr, oder? Okay, wir gucken mal.
Von Jacob Moonlight. Moin, Mad-Eye und Sailor Cat. Moin, moin! Moin! Ich hätte mal ein paar Fragen zu Chaos, Kosmos, Moon und, oh Gott, Pluto. Weißt du, Kosmos, da war ich nicht geschockt, aber Pluto. Ja. Immerhin ist Pluto ja die Kriegerin von Zeit und Raum und Moon die Kriegerin der Wunder. Aber ohne Chaos und Kosmos kann ja auch nichts entstehen, okay? Welche von denen war zuerst da oder sind die alle gleichzeitig entstanden? Okay, ich lese erstmal den Rest vor, vielleicht, ne? Zu was gehören Pluto und Moon, bevor unser Sonnensystem entstanden ist? Hatte Pluto ursprünglich nur diese Zuckerwatte-Dimension? Und irgendwer hat ein Loch in diese gerissen? Wann entstand überhaupt Kosmos, da Osagis Seele eingeschmolzen wurde, damit sie Kosmos wird? Oder war Sailor Kosmos gerade in einer anderen Dimension, so dass sie erstmal wieder in unsere Dimension geboren werden musste? Sind die vier nicht dann eigentlich die Entstehung von allen Kosmosen nötig? Oh, wow. Okay. Versuchen wir das mal aufzudröseln. Also, Sailor Pluto ist definitiv entstanden nach Queen Serenity der Älteren. Stimmt. Allerdings, ja gut, wir wissen aber nicht, ob sie nicht vielleicht schon vorher mal wiedergeboren wurde, aber ja, ich würde dir zustimmen. Und Chaos und Kosmos, würde ich sagen, sind grundsätzlich beim Entstehen des Universums entstanden, aber noch nicht als Personen, sondern nur als Urkräfte. Ja, genau. Und bei Pluto wissen wir ja auch, dass sie ja von dem Gott der Zeit Kronos abstammt. Also vielleicht war das ja so, dass es halt früher diese Götter gab und dann, als die Planeten entstanden sind, haben die einfach den Senshi diese Kräfte irgendwie so mitgegeben. Also ich glaube nicht, dass die Senshi so diese Kräfte an sich sind, aber dass die halt diese Kräfte teilweise haben, zumindest bei Pluto. Verstehst du, wie ich meine? Ja, das sind einfach so Grundkräfte des Universums, die sich in denen einfach manifestieren. Ja, genau. Und so ist es dann auch bei Sailor Kosmos. So Kosmos, die Urkraft, war einfach schon immer da und hat sich dann irgendwann an Sailor Moon geklammert, wodurch sie zu Sailor Kosmos wurde. Irgendwann in diesem unfassbar langen Zeitraum der 2 Millionen Wiedergeburten. Ja, genau. Und bei Pluto ist ja immer noch Kronos da, der Gott. Sie hat aber halt Zeitkräfte von ihm geerbt, sozusagen. Ja, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob der immer noch da ist. Hat ja lange nichts mehr von sich hören lassen. Ah doch, Pluto spricht den doch immer an, so, hey, Papa, wie geht's? Kannst du nicht mal die Zeit hier bis Tor aufmachen? Ja, ja, aber antworten tut er irgendwie nicht. Er macht das Tor auf. Ja, da kann man auch sagen, das war Pluto. Naja, okay. Ja. Ich glaube, wenn wir tiefer in die Beantwortung dieser Frage gehen, dann wird's weird. Also lassen wir's. Ja, genau. Aber ich hoffe zumindest, wir haben sie jetzt einigermaßen erklärt. Zumindest so grundlegend. Aber es ist eine interessante Frage. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir mal einen Sonderpodcast machen, wo wir uns nur um Kosmos und Chaos kümmern. Ich glaube, da könnte man viel zu sagen, ja. Ja, deswegen ja ein Sonderpodcast. Mal gucken. So, dann von... Okay, von LOL keine Idee für einen Namen. Ja. Eine Theorie für den Podcast. Also, ich weiß nicht, ob irgendwer schon so eine Theorie hatte. Aber es geht darum, warum Chip-User nicht altert. Doch. Ja, aber ich weiß nicht, ob genau diese Theorie... Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Theorie war. Es hatten schon sehr viele Leute irgendwelche Theorien dazu. Ja. Und auf einmal schon. Ich dachte mir so, dass man einfach 900 Jahre lang dasselbe Alter behält. Das würde auch erklären, warum Neo, Queen Serenity und die anderen noch jung aussehen. Ja. Nein. Nein, denn es wird gesagt, die Leute in Crystal Tokyo, die altern normal, bis sie... keine Ahnung, 22 erreicht haben, also bis sie ein bestimmtes Alter erreicht haben und dann bleibt es einfach stehen. Das heißt, Chibiusa hätte eigentlich auch ganz normal altern müssen, bis sie 22 oder so ist und dann hätte es erst stehen bleiben müssen. Genau, weißt du, das klang jetzt gerade so, als hätte ich gerade zugestimmt und du hättest Nein gesagt. Mein Ja war keine Zustimmung. Ach übrigens, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist es nicht komisch, dass Chibiusa dann überhaupt schon diesen 6-jährigen Körper hat. Das müsste ja dann eigentlich bedeuten, sie ist normal gealtert und dann ab 6 einfach schon stehen geblieben. Korrekt, das sagt ja King Endymion auch. Und auch, dass man das seltsam fand. Ja,
Stimmt, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Ha, krass. Aber bei den Okay. anderen ist das grundsätzlich richtig. Die hören einfach irgendwann auf zu altern. Ja, Punkt. aber halt nicht schon mit 6. Nee, das wäre ungünstig. Oder halt bei einem bestimmten Alter und nicht einfach ab Crystal Tokio. So, dann von Holger. Hallo Holger. Hi. Ich habe eine Frage zu Sailor Moon. Nee! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, in der Zukunft. Komisch, ist ungefähr dasselbe Thema. In der Zukunft von Sailor Moon sagt, dass die Menschheit circa 1000 Jahre alt werden. Das Problem ist der Überbevölkerung. Wie haben sie das gelöst? Macht weiter so. Okay, du erwartest jetzt, dass wir uns jetzt was zusammenspinnen, warum es keine Überbevölkerung in der Ära vom Neo-Silver Millennium gibt? Ganz ehrlich, ich habe keine Idee. Ich schon. Ja? Wie viel, sagen wir mal, die Leute werden grob geschätzt 12-mal so alt, wie sie normalerweise werden, dann muss die Chance auf eine erfolgreiche Befruchtung einfach nur 12-mal geringer sein. Ja gut, das kann man natürlich auch machen. Also das ist halt einfach ein Punkt, über den hat sich Naoko Takeuchi mit Sicherheit keine Gedanken gemacht. Zumindest bin ich mir da sehr sicher. Also ich hatte mal irgendeine Fantasy-Story, da gab es halt Elfen, die auch irgendwie 500 Jahre alt werden und die konnten halt nur einmal im Jahr schwanger werden. Ja, aber einmal im Jahr ist ja immer noch ziemlich viel. Also nochmal zurück, ich glaube, du hast das gerade falsch verstanden. Also es gab nur einmal im Jahr die Chance zu einer erfolgreichen Befruchtung dann. Ach so, ja gut, aber wenn man das jetzt wirklich jedes Jahr versucht und dann auch schafft. Naja, egal. Ja, aber ansonsten im Manga gibt's nichts dazu. Nee, wir wissen es einfach nicht. So, dann von Iris. Stellt euch vor, eine fremde Katze mit Mondsichel sagt euch plötzlich, hey, ihr seid jetzt Sailor-Kriegerinnen und Krieger werden und was? Ihr sollt jetzt Sailor-Kriegerinnen und Krieger werden und gegen das Böse kämpfen. Was würdet ihr dann sagen oder machen? Okay. Ich glaube, das wäre wirklich meine Antwort. Wenn mir das eine Katze sagen würde, würde ich da sitzen und sagen, okay. Ja, aber ich weiß ja so, warum ist da eine sprechende Katze? Ja. Bäff? Die beste Antwort ist sowieso die Originalantwort. Gute Nacht. Ja, aber ich meine, gut, sagen, gehen wir mal davon aus, wir würden das einfach mal so glauben und so hinnehmen. Ich glaube, ich hätte da echt Angst und keinen Bock drauf irgendwie. Also ich meine, klar, das klingt immer alles voll cool, yeah, magische Kräfte, aber das ist halt so eine riesige Verantwortung und alles saugefährlich. Also ich glaube, eigentlich hat man da keinen Bock drauf. Nee, sowieso nicht, weil du hast ja auch nichts davon. Ja, du rettest halt die Welt, aber dafür begibst du dich halt permanent in Lebensgefahr und kannst dein Ja, Leben nicht mehr richtig leben, also ja. aber du kriegst ja nichts dafür, weil wenn du es mal wagst, den Verwandlungsfüller für eigene Zwecke zu benutzen, dann kommt der ja gleich Psychokatze und kratzt dir die Augen aus. Ja, du hast halt davon, dass die Erde nicht untergeht. Ja, aber das ist ja jetzt nicht die. Also klar, wenn die Situation ist, wir müssen halt, dann habe ich ja keine Wahl. Aber wenn die Ja. Katze mich jetzt fragen würde, hey, willst du? Dann würde ich auch sagen, nein, warum? Ich bin doch nicht bescheuert. Tja. Ich meine, es gibt ja andere Superhelden-Stories, da haben die Figuren auch persönlich irgendwie so ein bisschen was davon, dass sie Superhelden sind. Wünschen sich zwar in der Regel trotzdem, sie wären es nicht, aber es gibt wenigstens einen kleinen Ausgleich. Die Sentry, die haben ja nichts davon. Ja, irgendwie nicht, ne? Ja gut, sie haben halt durch ihre Sailor-Kräfte schon Vorteile im Alltag, so ein kleines bisschen. Zum Beispiel jetzt Amis Supercomputer und so. Oder Mars Feuerkräfte, wenn die jetzt dazugehören zu ihrer Senshi-Dings, naja. Also ihre Flammenvision, die hat sie offensichtlich auch ohne Sentry-Form. Ja, aber ich. Also vielleicht liegt das einfach nur an diesem Miko-Dingens, aber ich hatte jetzt persönlich schon immer gedacht, dass das auch daran liegt, dass sie eine Senshi ist. Ich meine, wer würde da nicht stehen und sagen, hey, cool, ich begebe mich ab jetzt ständig in Lebensgefahr und darf nie wieder ausschlafen. Geil!
Ja, aber ich denke halt mal, vor allem Jüngere denken sich immer, boah, cool, Sailor Senshi sein, macht bestimmt voll Spaß, bestimmt voll krass, voll cool. Aber wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich dann doch nicht mehr ganz so cool, wenn du es selber machen musst. Ich fange in dem Zusammenhang gerade an, gewaltig Galaxia zu verstehen. Die hat wahrscheinlich auch irgendwann gedacht: So eine Scheiße, jetzt will ich auch mal was davon haben! Sehr gut. Und dann ist sie übergeschnappt. Okay. Nächste Frage von Toffee. Ich hoffe, das ist kein Taffy. Hallo, liebes Mad-Eye und liebes Sailor Cat. Hi. Hi. Ich habe eine Frage zu Makoto. Makotos Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Warum wohnt Makoto dann alleine, wenn sie zu dem Zeitpunkt minderjährig war? Würde mich freuen, wenn ihr die Frage in eurem Podcast aufnehmt. Liebe Grüße, das katzende Toffeehuhn, kurz gesagt Toffi. Das katzende Toffeehuhn macht mich gerade ein bisschen fertig. Ja, ich denke mal, Ja, das sieht. das haben wir auch schon mal gesagt. Wir wissen es nicht, es ist ein bisschen komisch, aber Lebensversicherung oder Erbe? Ja, aber die Frage ist, warum darf sie alleine wohnen? In Deutschland dürfte sie das nicht. Ach so, ja, das ist. Ich weiß halt nicht, wie das in Japan ist. Das ist generell eine Frage, die sich viele Sailor Moon-Fans stellen. Aber ich sag mal so, das sieht man in Animes durchaus häufiger. Ja, vielleicht. Entweder ist es so ein Anime-Ding oder das geht in Japan wirklich. Ich glaube eher, dass es so ein Anime-Ding ist, weil dadurch die Figuren natürlich schlagartig erwachsener wirken, als sie sind. Ja, und du musst dich halt nicht. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Anime-Protagonisten einfach keine Eltern haben. Du musst dich halt nicht darum kümmern, wer diese Eltern sind und dass die vielleicht nicht wollen, dass ihr Kind da irgendwo hingeht. Ja, die sind einfach nicht da. Du brauchst dir keine Gedanken, um diese Charaktere zu machen. Ey, das haben wir in unserem Rollenspielforum bei Warrior Cats immer so gemacht. Da war immer die Familie verschollen oder tot, weil sonst musstest du dir ja auch irgendwie überlegen, wer spielt das jetzt im Rollenspiel. Naja. Okay, Frage beantwortet? Ja, Ich ne? denke, wir wissen es halt Nächste nicht Frage. genau. Nächste Frage von Toffee. Bist du eigentlich eine Toffee-Fee? Ich mag Toffifee. Ich auch. Gibt es jemanden, der Toffee-Fee nicht mag? Ja gut, Leute, die eine Nussallergie haben oder so. Aber ich wette, selbst die mögen Toffee-Fee und werden und sterben halt einfach nur dran. Sehr gut. Mir ist noch eine Frage eingefallen. Es geht um die Zukunft. Oh. Wisst ihr, ich glaube, wenn ich irgendwann sterbe und in die Hölle komme, dann muss ich einfach die ganze Zeit Fragen über die Neo-Silver-Millennium-Zukunft beantworten. Da kommen lauter so Podcast-Fragen rein. Die anfangen mit Chibiusa oder Neo Queen oder Crystal Tokyo oder Black Moon. Okay, aber vielleicht ist die Frage ja trotzdem cool. Ja. Als die Erde von Black Moon angegriffen wurde, waren fast alle Senshi tot. Die Outers waren allerdings noch nicht tot. Anscheinend waren die Outers auf ihren Planeten, wissen wir nicht. Doch wenn die Outers von ihrem Planeten bis zum Silver Millennium sehen konnten, müssten die auch bis nach Crystal Tokyo gucken können und sehen können, dass alles vernichtet wurde. Warum haben sie dann nicht gegen den Black Moon Clan gekämpft? Die Outers sind doch schon overpowered. Kleiner Fakt, ist euch mal aufgefallen, dass wenn Usagi Sailor Moon ist, durch ihre Frisur, ihrem Diadem ein Herz in der Stirn bildet? Nein, das ist noch nie jemandem aufgefallen. Also ich muss sagen, also mir ist es aufgefallen, aber erst sehr spät. Echt? Okay. Ich. Also vielleicht ist es doch nicht so offensichtlich, wie du denkst. Okay, ich habe immer gedacht, das ist doch total klar. Naja. Ja, gute Frage. Also wir wissen halt nicht, ob die Outers in der Zukunft auf ihrem Planeten sind. Wahrscheinlich, da wir nichts von ihnen sehen, man weiß es aber nicht so genau. Genau Also. genommen wissen wir nicht mal, ob die zu dem Zeitpunkt überhaupt erwacht sind. Naja, aber wenn sie jetzt in der Gegenwart erwacht sind, gehe ich mal davon aus, Naja, dass sie in der Zukunft auch Senshi sind. nach dieser multiple Zeitlinien-Version kann man auch davon ausgehen, da in der Version nie Deathbusters aufgetaucht sind, gab es nie einen Grund dafür, die Outers zu wecken. Oh. Ja, also wenn man diese Zeitlinientheorie über die Zukunft nimmt, ja. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Zukunft, die wir in Staffel 2 sehen, eine Zukunft ist,
in der nur das Dark Kingdom besiegt wurde und dann kamen keine Feinde mehr, bis halt in die Zukunft, dann wären die Autos natürlich nicht erwacht, das ist richtig. Und eine ganz doofe Antwort ist natürlich, weil Black Moon keine Gefahr von außerhalb des Sonnensystems ist. Okay, stimmt. Aber die eigentliche Antwort ist natürlich, dass die Autos zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht erfunden waren, quasi außer Pluto. Und warum Pluto nichts gemacht hat, wissen wir. Ja. Und wenn du dir halt wirklich das so vorstellst, dass sie da auf ihrem Planeten sind, ja, dann ist es halt wie im Silver Millennium damals. Da standen die auch auf ihrem Planeten und durften halt einfach nichts machen. Es ist zwar total bescheuert, aber das ist halt so. Da konnten die halt auch nur zugucken. Jo, Frage beantwortet. Nächste Frage von Social Master. Hallo Mad-Eye, hallo Sailor Cat. Hi. Wink. Es ist ja Canon, dass Tribute. Ich glaube, er macht Mad-Eye gerade ein bisschen fertig. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass ihr keine Fragen zur zweiten Staffel stellen dürft. Das ist alles nur ein Scherz, okay? Ja, aber stellt bitte auch andere. Ja, aber das sind halt, vor allem Staffel 2 hat halt so viele Logiklöcher und komische Sachen, über die man nicht so richtig Bescheid weiß. Da ist es halt schon klar, dass die Leute darüber Fragen stellen. Okay. Es ist ja Canon, dass Shibusa 900 Jahre alt ist, ja. Und dass Bewohner und Bewohnerinnen und Bewohner des Neo Silver Millennium 1000 Jahre leben, ja. Ja. Das würde bedeuten, dass Shibusa nur noch 100 Jahre zu leben hätte. Jein, und daher nicht lange regieren könnte, das wissen wir nicht. Nee, also es könnte ja sein, da Chibiusa ja, generell dieses unnormale... Chibiusa ist different. Genau, sie hat ja generell dieses unnormale Wachstumsdingens und dieses Alterungsdingens. Deshalb könnte es halt vielleicht sein, dass sie einfach noch älter wird. Vielleicht altert sie einfach extrem langsam und wird einfach unfassbar alt. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich glaube, hier kommt jetzt direkt eine Theorie dazu. Könnte es nicht sein, dass Chibiusas Alter aus welchen Gründen auch immer einfach nur auf circa 9 bis 10 Jahre eingefroren ist und die Alterungsprozess erst mit ihrer Erweckung als Sailor-Kriegerin fortgesetzt wird? Also im 90er-Anime habe ich auch ganz stark das Gefühl, dass das so ist. Aber naja. Ja, weil sie dann plötzlich als Chibimon älter wird. In Chrysalis ist das jetzt nicht wirklich so. Und wir wissen auch nicht, ob es im 90er-Anime so ist. Es wirkt nur so. Ja. Wenn dann fortgesetzt wird, sie also ab diesem Zeitpunkt dann 989 bis 990 Jahre zu leben hätte, wodurch sie ihre gesamte Lebenszeit auf circa 1900 Jahre ausdehnt. Ja, wäre möglich. Was wären dann die Gründe für ihren eingefrorenen Alterungsprozess? Frag Frau Takeuchi. Aber lies mal weiter. Ist es eigentlich die Tatsache, dass Chibiusa Tochter einer Mondbewohnerin und eines Erdenbewohners ist? Kann sein. Oder sind da irgendwie die Kräfte des Silberkristalls am Werk? Kann auch sein. Oder ist es eine ausbalancierte Mischung aus beidem? Ja, kann auch sein. Mit weiteren möglichen Faktoren, die eine längere Diskussion bedürfen, um sie zu erklären. Oder Baum Cauldron! Okay, also... Ich glaube, ja, das macht mir jetzt zu eigen. Das ist jetzt die neue Antwort, wenn ich die Antwort nicht weiß, weil Cauldron. Ja, sehr gut. Ja, also... Ja, dass der Alterungsprozess einfach eingefroren ist, könnte durchaus auch sein. Dass halt in diesen 900 Jahren die Zeitspanne der 1000 Jahre einfach nicht zählt. Das könnte auch sein. War in meinem Kopf auch immer so, weil sonst macht das ein bisschen keinen Sinn für mich. Ja, aber da macht vieles keinen Sinn, aber... Ja. Das kann man sich also, zumindest noch relativ einfach so zusammenreimen, dass es wieder passt. Ja, und ich denke, hat nicht auch King Endymion im Manga zumindest diese Theorie aufgestellt, dass es eben deshalb ist, dass sie die Tochter einer Mondbewohnerin und eines Erdenbewohners ist? Irgend sowas hat er gesagt. Also wir wissen nicht genau, ob es daran liegt, aber da ist King Endymion selber erwähnt, könnte es gut sein. Wobei ich ja immer noch behaupte, eigentlich ist Chibiusa ja das Kind von zwei Erdenbewohnern. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber natürlich hat Sailor Moon trotzdem noch das Mondblut, sagen wir mal so. Ja. Da wissen Kenji und Ikoku aber nichts von. Oder man hat sich einfach nicht genug Gedanken darüber gemacht. Das wird wahrscheinlich, aber meinst du... Naoko Takeuchi hat da etwas kurzsichtig geplant?
Nein, nie. Ist sie vielleicht gar nicht so der brillante Manga-Mastermind, den wir vermuten? Demnächst bei Galileo. Nee, 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 nee. Bei Jetzt müsste eigentlich X-Faktor. irgend so eine X-Faktor-Anspielung kommen. Ja, genau. Sie denken, diese Geschichte ist wahr? Sie liegen falsch. Ihr Jonathan Frakes. Ah, okay. Vielen Dank, dass ihr die Fragen beantwortet. Ich hatte viel Spaß, eure Podcast-Folgen zu hören. Auch wenn ich erst mit dem Ende des Moon Eternal Podcasts eingestiegen bin. Ja, kannst ja alles noch nachholen. Und ich nicht alle gehört habe. Ich freue mich auf das Finale des Moon Pride Podcasts und auf eure nächsten gemeinsamen Projekte. Tja, ein bisschen spät beantwortet. Sorry. Sorry. Grüße, Social Master. Fliederherz, Fliederherz. Fliederherz. Ja, da steht zwar Purple Heart, aber für mich ist es Flieder. Okay. Fun Fact: In der englischen Version war es, glaube ich, die Königsfamilie, die sehr lange lebt und auch nur im Durchschnitt 1000 Jahre lang. King Endymion sagt nämlich sowas Ähnliches wie: The royal family has an average lifespan of 1000 years. Ob er damit die Familie einschließlich Queen Serenity und ihrer Vorfahren meint oder überhaupt einzelne Mitglieder, weiß ich leider nicht. Ich glaube, im Deutschen hat er das auch mal gesagt und an anderer Stelle sagt er aber alle. Ja, also im Manga sagt er auf jeden Fall alle. Also anscheinend auch wirklich alle auf der Erde. Ja, aber ich glaube, Aber. er erzählt das zweimal. Ich glaube, einmal sagt er, die Lebenserwartung der Silver Millennium Familie ist 1000 Jahre. Und irgendwann erzählt er dann die Geschichte der Thronbesteigung und dann sagt er nochmal, dass alle 1000 Jahre alt, also alle Menschen 1000 Jahre alt leben. Ja, das kann sein. So. Nächste Frage. Wie viel Zeit haben wir denn hier? Wir sind schon überhaupt. Wir sind bei 1 Stunde 20 Minuten nur mit Fragen. Aber ich glaube, die danach kommt, also die von Semi, ich glaube, die müssen wir nicht beantworten, weil ich glaube, die hatten wir vorhin schon ziemlich genauso. Naja, okay. Ah, jetzt machen wir die restlichen Fragen auch. Was soll's denn? Dann wird die nächste Folge vielleicht ein bisschen kurz, aber sehen wir dann. Vielleicht stellt ihr ja auch 1000 Fragen bis nächste Woche. Mal gucken. Hallo, Matt und Cat. Von wem kommt die Frage? Oh, Von ist Jasmin von steht hier Jasmin, unten. genau. Also, hallo, Matt und Cat. Hi! Hi. Ich habe ein paar Fragen für den Podcast. Ich entschuldige mich für die Rechtschreibung schon mal im Voraus. Ich hoffe, man hat es gehört, dass ich mir gerade die Hände gerieben habe. Ja. Erstens, warum wurde Queen Serenity eigentlich nicht wiedergeboren? Ach so, ja, doch, sie meinte Queen. Ja, also Queen Serenity, die Ältere, kommt jetzt auf die Version an im 90er-Anime, weil sie die Wiedergeburt überhaupt erst eingeleitet hat und deswegen selbst davon ausgenommen war. Ja, gut, aber ich denke, auch da kann man das doch mit dem Manga-Grund erklären, oder? Also. Was war denn überhaupt nochmal der Manga-Grund? Ich komme gerade nicht mehr mit. Also, das wurde zwar nicht gesagt, aber das reime ich mir so zusammen, dass sie dann quasi ja nicht wiedergeboren wird, weil sie ihre Nachfolge an Sailor Moon abgibt und damit. Also, es gibt ja immer nur eine Sailor-Kriegerin und deshalb stirbt sie und gibt die Nachfolge an ihre Tochter weiter. Und weil Queen schon tot ist, kann Sailor Moon dann direkt die vollwertige Sailor Moon werden. Ja, genau. Ja, also ihre Zeit war einfach abgelaufen. Also ich denke mir halt, dass so, die Sailor-Kriegerinnen werden zwar immer wiedergeboren, aber irgendwann kann es halt sein, dass sie ihre Nachfolge einfach abtreten und dann stirbt die Person endgültig und die nächste Person ist halt dann die Sailor-Kriegerin. Sie kehrt zum Cauldron zurück. Ja. Was wollte ich sagen? Ich finde, die Anime-Version ist aber im ersten Moment zumindest plausibler. Ja, das stimmt, das stimmt. Also die verstehst du eigentlich sofort. Beim Manga Ja, musst du und im nachdenken. Anime ist es ja auch gar nicht so, dass da Leute immer wieder geboren werden, oder? Ja, Also da ist es ja gut. nicht so selbstverständlich, dass Sailor-Krieger einfach immer wieder geboren werden. Es passiert zumindest nicht von selbst, genau. Ja, zumindest am Anfang nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es später war. Ich glaube, also Moon überlebt ja immer und belebt halt alles wieder, also außer in Staffel 1, aber auch da Ja, belebt sie ja alles wieder. aber in Staffel 5 ist es ja auch so, dass den Senshi die Kristalle weggenommen werden, dann sterben sie und wenn die Kristalle freigelassen werden, sind sie einfach instant wieder da. Einfach von selber. Ja, kann man aber auch auf Moon schieben.
Nee, finde ich nicht. Also, die hat ja da überhaupt nichts gemacht. Die stand da einfach, hat geheult und plötzlich standen ihre Freundinnen halt wieder da. Und sie war nackt. Ja, das auch. Vielleicht hat sie einfach die Magic Boobs. Alter, was für Theorien wir heute kommen. Ich glaube, wir werden immer verrückter. Ich muss gerade an Scrubs denken, wo irgendeiner im Koma lag und aufgewacht wird, nachdem die eine Ärztin sich obenrum freigemacht hat. Ich glaube, Sailor Moon hat einfach die Magic Boobs. Wahrscheinlich. So, wie geht's denn weiter? Ich hatte es mir ja eigentlich immer damit erklärt, weil sie die volle Kraft des Silberkristalls benutzt hat oder weil, wenn man alle wiederbelebt, das Opfer braucht oder sowas, aber Usagi hat doch auch die volle Kraft des Silberkristalls benutzt und dann alle wiedergeboren. Da ist jetzt wieder die Frage, sind wir im Manga oder im 90er-Anime? Nee, ich glaube im 90er-Anime, weil im. Oder? Weil der Silberkristall hat ja nicht dieses Todeslimit im Manga. Ja, deshalb glaube ich eher, wir sind im 90er-Anime. Wäre ja schön, wenn er es hätte. Das würde einiges erklären. Ja, irgendwie schon. Aber ja, stimmt. Usagi benutzt ja auch den Silberkristall mal zum Wiederbeleben. Ja, schon. Aber wenn, dann hast du halt immer noch die Erklärung, die ich genannt habe. Außerdem, wenn sie also im 90er-Anime, wenn sie den Silberkristall freisetzt, gibt's immer irgendeine Ausrede, warum sie überlebt. Ja, es ist schon. Und die ist mal mehr, mal weniger gut. Also ich finde es zwar auch gut, dass der 90er-Anime im. Dass der Silberkristall im 90er-Anime diese Beschränkung hat, weil er dann halt nicht so unfassbar overpowered ist wie im Manga. Aber die Erklärungen, die man sich dann aus dem Hut zaubert, warum sie dann doch das alles überlebt, die finde ich dann schon teilweise echt lächerlich. Also den Vogel abgeschossen hat, glaube ich, der S-Movie, wo es dann irgendwie heißt, ja, das war die Macht der Freundschaft. Ja, genau, die Macht der Freundschaft, ja. Das Ja, war die Magie der Freundschaft. ich fand eigentlich die dümmste Erklärung war die am Ende von Staffel 2. Ja, die beiden haben den Silberkristall benutzt, deswegen müssen sie beide sterben, aber sie wurden jeweils vom anderen Silberkristall beschützt. Okay. Ja, das war auch schon dämlich, weil beim S-Movie klang es halt dann wirklich so, als hätte man sich überhaupt keine Mühe mehr gegeben und einfach, ja, das war die Macht der Freundschaft, hinterfragt es nicht. Und beim Super-S-Movie waren es die Kekse. Oh Gott, das auch noch, ja, die Kekse. Okay, ja, komisches Zeug. Okay, also, wenn man ein Opfer braucht oder sowas, aber Usagi hat doch auch die volle Kraft des Silberkristalls benutzt und damit alle wiedergeboren. War in der Lage, den Teufel mit den pinken Haaren auf die Welt zu bringen oder ihn vom Cauldron abzuholen, wer weiß. Obwohl, nee, Chibiusa ist definitiv biologisch geboren worden, das wird klar gesagt. Oh ja, stimmt. Vielleicht ist das auch das Einzigartige an ihr, vielleicht ist die einzige Senshi, bei der das so war. Ja. Mich würden eure Nee, Meinung. ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Mich würden eure Meinungen und Antworten zu dem Thema ziemlich interessieren. Zweitens, es geht um die Zukunft. Also holt die Kopfschmerztabletten schon mal aus dem Schrank. Wissen Usagis Eltern eigentlich, dass Usagi mit einem sicher 15 Jahre. Was? Mit einem sicher 15 Jahre. Elternmann Crystal Tokyo regiert? Hä? Also, warte mal, also ich glaube, sie meint jetzt 15 Jahre älterer Mann, aber Mamoru ist doch im Leben nicht 15 Jahre älter. Also, selbst im 90er-Anime, wo er ein bisschen älter gemacht wurde, sind die ja höchstens 5 Vier, Jahre ja, auseinander? vier. Vier, 4. er ist, wenn dann 18. Sie ist 14, er ist 18 im 90er-Anime. Im Manga ist er sogar nur 17. Also, das sind 4 Jahre, nicht 15. Also, ansonsten weiß ich nicht, wie der Satz gemeint sein könnte. Crystal Tokyo regiert oder weil Usagi ja nicht mehr zu Hause ist und weil sie. Ich glaube, die Frage geht darin, lässt sich zusammenfassen, wissen Usagis Eltern eigentlich, dass ihre Tochter die Königin ist? Ja, gute Und Frage. meine Antwort, warum zum Teufel sollten sie es nicht wissen? Wir sehen es leider nie, deshalb wissen wir es einfach nicht, aber also wenn sie da noch leben, dann wissen sie es ja safe, weil ich meine, die werden ja wissen, wer die Weltregierung ist. Wenn nicht, dann leben sie halt nicht mehr. Das könnte durchaus sein, weil wir wissen am Ende des Mangas nicht so ganz genau, ob da wirklich alle wiedergeboren sind.
Ja, das Ende des Mangas ist eventuell ein größeres Blutbad und ein dauerhafteres, als man vielleicht erst meint. Also ich glaube es zwar eigentlich nicht, aber wir wissen es nicht genau. Ah, Galaxia. Nur noch von Thanos getoppt, was Blutbäder angeht. Okay, geht da noch mehr? Also, das ist der Rest der Frage. ja, okay, nee, der Rest ist einfach Fortsetzung derselben Frage. Würde mich riesig über eure Meinung freuen. Bis dann. PS, wann kommt der Dragon Ball Podcast? Ja, wann kommt der Dragon Ball Podcast? Gar nicht. Och. Schnüff. Okay, Frage von Semi. Semi? Halb? Moin Sailor Cat, moin Mad Eye. Erst einmal danke für die bald 3 Jahre Podcast. Echt? Ja, stimmt eigentlich. Muss Krass. eigentlich. Ja. Ja, krass. Verfolge ihn seit Folge 1 damals. Woo! Ich habe eine Frage. Surprise! Die ihr gerne im Podcast behandeln könnt. Okay. Ich hoffe, die Frage wird nicht zu lang und schon einmal sorry für den eventuellen Knoten im Hirn. Ach, keine Sorge, das mein Hirn ist Brei. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt auch relativ schnell gehen, weil wir das eigentlich am Anfang schon bei einer ähnlichen Frage beantwortet haben. Das weißt du Okay. natürlich, das wusstest du natürlich nicht, aber ja, ist halt jetzt leider so. Es geht um Sailor Pluto. Und nein, Matt, es geht nicht direkt um Zeitreisen. Oh. Kann es sein, dass Pluto im Manga bzw. Crystal einmal zu oft gestorben ist? Man sollte meinen, einmal ist einmal zu oft. Oder einmal zu selten wiedergeboren wurde. Ich habe den Manga nicht gelesen, daher kann es sein, dass mir was entgangen ist. Aber chronologisch betrachtet, das Silver Millennium geht unter. Ja, die drei Autos werden dorthin teleportiert und rufen aus Versehen Sailor Saturn. Naja, aus Versehen, die wollen das nicht, aber es ist halt so. Saturn senkt die Sense und vernichtet die Reste des Silver Millenniums und auch die drei Outers. In der heutigen Zeit werden die noch vor den Geschehnissen aus Staffel 1 auch die Outers wiedergeboren. Ja, muss ungefähr hinhauen. Damit sie dann bis zur Staffel 3 erwachen können. Ja. Nun treffen aber die Inners in Staffel 2 auf Pluto am Tor zu Raum und Zeit. Ich bin hier nicht ganz unlogisch, da es ja außerhalb von der Zeit existiert. Ah, daran hast du gedacht. Gut. Nun stirbt Pluto am Ende der Staffel 2, was ihren Death Counter auf 2 erhöht. Ja, okay. Ist Setsuna in Staffel 3 nun, nur die Wiedergeburt von Pluto, die im Silver Millennium gestorben ist? Oder von der aus der Zukunft am Ende von Staffel 2, da Chibiusa in Staffel 3 sowas wie, sie sieht anders aus, irgendwie stärker oder so ähnlich. Und auch Pluto auf das Wissen über die Inners und Chibiusa zu haben scheint, es würde annehmen, dass sie die Wiedergeburt von der Pluto aus Staffel 2 sein müsste. Aber da Setsuna ja vor Staffel 2 schon wiedergeboren wurde, passt das dann doch nicht ganz. Ja, doch, weil Pluto schlägt Zeitlogik. Ja, also das hatten wir am Anfang schon. Ich weiß, es ist sehr kompliziert. Also ich denke mal, es war so, dass Pluto, ja, ist ja auch im Silver Millennium damals gestorben und dann wiedergeboren worden, aber auch wieder direkt am Raum und Zeit. Und da ist sie dann einfach gestanden, bis halt ins 30. Jahrhundert. Dann ist sie im 30. Jahrhundert gestorben und dann ist sie wiedergeboren worden, aber in der Vergangenheit. Oder wiederbelebt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie dann in der Vergangenheit als Setsuna. Ja, also sie ist nicht direkt als sie beim Silver Millennium gestorben ist, als Setsuna wiedergeboren worden, sondern erstmal nur als Pluto. Zumindest glaube ich, dass das so ist. Also überhaupt, allein dieser Satz ist Gold wert. Sie wurde wiedergeboren in der Vergangenheit. Wie Ja, soll das man da ist halt keine so. Kopfschmerzen bekommen? Ja, aber das ist halt so. Ja, ich weiß, dass das so ist. Das macht auch, auf merkwürdige Weise macht das Sinn, aber, hä? Da muss man doch Kopfweh kriegen. Ja, das ist kompliziert. Also ich hoffe, das beantwortet deine Frage irgendwie. Ich merke gerade selber wieder den Knoten im Hirn und höre hier nun auf. Ich hoffe, dass ihr vielleicht eine befriedigende Antwort darauf habt. Vermutlich ist die. Moment, aber da war doch noch ein Teil drüber. Ja, aber den haben wir im Grunde schon beantwortet mit dem, was wir gesagt Ach haben. so, okay. Ich hoffe, dass ihr vielleicht eine befriedigende Antwort darauf habt. Vermutlich ist die Antwort dann aber doch, weil Naoko es so wollte. Nein, ich glaube, die Antwort ist noch nicht mal, weil Naoko es so wollte, sondern einfach, weil Naoko sich nichts dabei gedacht hat. Ja,
Das vielleicht auch. Liebe Grüße, Semi. Und Frage gestellt vor einer Stunde von also Toffi. Während wir den Podcast aufgenommen haben. Genau, die Frage kam während der Aufnahme rein. Hallo Mad Eye und Sailor Cat, ich habe eine Theorie zum Dead Moon Circus. Im Sailor Moon Crystal Trailer, der, okay, ich bin raus. Ich muss mir die Frage mal kurz durchlesen und schauen, ob wir das sagen können. Ich habe den Trailer nicht gesehen, ich gucke ihn mir auch nicht an, deswegen zur Erklärung, ich gucke mir Trailer von Filmen, bei denen ich eh schon weiß, dass ich sie sehen will, nicht an, weil es sind halt ja nur Spoiler. Sollen wir das dann beantworten oder willst du lieber nicht? Ist es denn was, was ich eh schon aus dem Manga wissen müsste? Ja, das ist jetzt eigentlich nichts Krasses, würde ich sagen. Ja, dann beantworte du, ich sag dazu nichts. Ja, also ich denke mal, du kannst aber auch was dazu sagen. Okay, ich lese dann die Frage vor, wenn es nicht so ein krasser Spoiler ist. Trailer, der heute rausgekommen ist, sagt Ray, sobald sie merken, dass du vom Weg abkommst, dringen sie ohne zu zögern in dein Herz ein. Im 90er-Anime flirten sie mit den Opfern. Vielleicht flirten sie mit ihnen, damit sie vom eigentlichen Weg abkommen. Ach, es geht ums Trio, denke ich mal. Ja. Denn erst dann können sie das Herz in das Herz des Opfers eindringen. Okay. Ja gut, aber du musst halt immer bedenken, nur weil das im Manga gesagt wurde, muss es ja nicht heißen, dass das im 90er-Anime auch so war. Es ist aber möglich. Ja, es ist halt, ich denke eigentlich im 90er-Anime flirten die eher, weil sie da Bock drauf haben. Aber ich weiß, manchmal ist es ein bisschen unlogisch, warum die überhaupt mit ihren Opfern erst noch so ewig lang flirten, obwohl sie eigentlich gleich angreifen könnten, das ist schon richtig. Also ja, möglich, wissen wir nicht, ob das im 90er-Anime auch so ist oder so gedacht war. Okay. Gut, dann haben wir zum Zeitpunkt jetzt, 7. Mai 2021, alle Fragen beantwortet. Hier bitte Freude, schöner Götterfunken. Naja, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich weiß, es waren jetzt sehr viele Fragen, aber endlich haben wir mal die ganzen Fragen, die ihr bis zu diesem Aufnahmezeitpunkt gestellt habt, beantwortet. Wuhu! Und jetzt habe ich gar kein Schlusswort vorbereitet, um auf die nächste Folge zu teasen. Ich auch nicht. Dann fangen wir einfach in der nächsten Folge damit an. Ich sag jetzt einfach schon mal meinen Teil. Ciao, bis zum nächsten Mal mit Ami! Ja, mit Ami! Ja, ich sage auch danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Tsukino Hikari wa Ai no Message.